So Leute, da sind wir beim nächsten Decktag und ich habe euch mitgebracht Schwarz-Weiß Humans. Ist Talia drin. Natürlich muss ich euch das Deck zeigen. Ein Deck, das sich in letzter Zeit sehr großer Beliebtheit erfreut und deshalb freue ich mich, dass ich euch das zeigen kann. Es ist nicht wie in Modern irgendwie 5-Color oder 4-Color wie in Pioneer oder so, sondern nur Schwarz-Weiß. Man kann es auch als 5-Color spielen, ich finde es aber als 5-Color tatsächlich nicht so geil. Gehen wir mal rein ins Deck. Wir haben zwei Adeline, Replacent Kantar. Diese 3-Mana X4-Kreatur hat Wachsamkeit und Stärke gleich der Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren. Und auch sie selber, deswegen ist sie auf jeden Fall 3-Mana 1-4. Und immer wenn sie angreift, kriegen wir für den Gegner ein 1-1-Token, getappt angreifend. Das ist sehr gut und erinnert mich ja sehr stark an Brimas. Und Brimas waren so Decks schon immer sehr, sehr cool. Dann haben wir zwei Brutal Cathar. Brutal Cathar ist ein 3-Mana 2-2 Kreatur, die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt oder transformiert, und zwar into den Brutal Cathar transformiert, exilen wir eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, solange wie das Spiel wie dieses Kreatur im Feld ist. Mit Daybound heißt, die kommt als Daybound rein, dann wird es Tag. Wenn ein Spieler kein Spell gespielt hat, wird es Nacht. Dann haben wir einen 3-3 Erstschlag Ward, Zahl 3 Leben Kreatur, die eben Nightbound hat. Wenn jemand 2 Spells spielt, flippt er wieder so rum. Und dann können wir wieder eine Kreatur exilen. Sehr, sehr angenehm als Exiler. Dann haben wir einen General Kudrow. Das könnte auch ein Rick sein. Ich mag den General tatsächlich lieber, weil, ja, den habe ich auch. General Kudrow ist ein 3-Mana 3-3er. Andere Humans kriegen plus 1 plus 1. Immer wenn der oder andere Human ins Spiel kommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Wichtig hierbei Karte. Und für 2 Mana können wir 2 Humans opfern, um eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr zu zerstören. So viele komische Flieger mit XX, die rumfliegen oder sonstigen Sachen. Ist das schon ganz nett. Dann haben wir ein paar One-Offs, die ich noch zusätzlich ganz cool finde, abgesehen vom General. Und zwar ein Tenacious Underdog 2-Mana 3-2 mit Blitz. Wir können auch für 4 Mana spielen und 2 Leben bezahlen, dann bekommt der Eile wieder, wenn es zu geopfert wird, eine Karte ziehen. Und wir können ihn auch aus dem Friedhof für 4 Mana casten. Das ist ganz cool. Das heißt, beim ersten Mal ist es ein 2-Mana 3-2er, beim zweiten Mal können wir den mit 4 Mana aus dem Friedhof an und wieder casten und immer und immer und immer wieder. Ach, schön, Antwort auf Uro und es ist ein Kato. Deswegen sehr, sehr nice. Ein weiteres One-Off, das ich spiele, ist der Tomic. 2-Mana 2-3 fliegend Länder, die der Gegner kontrolliert und Länder in Friedhofen kann ich das Target werden. Bei so vielen Landspielen, wie aktuell rumlaufen, ist das wirklich gut. Und Länder-Abilities können vom Gegner nicht getargetet werden. Auch sehr, sehr gut. Das ist wirklich, also so viel Lanes, wie aktuell rumläuft, das ist ja grausam. Gut, dann haben wir 4 Kitesail Freebooter. 2-Mana 1-2 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns den Gegner aus. Der Gegner muss seine Hand auf dem Fort zeigen. Wir nehmen eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon und exilen die, solange wie der im Spiel ist. Bisschen Discard. Discard ist ja nie verkehrt. Dann, wie schon angekündigt, spielen wir Talia, Guardian of Thraben. Meine Lieblingskreatur. 2-Mana 2-1 Erstschlag. Non-Creature Spells kosten 1-Mana mehr zum Spielen. Wie ihr euch vorstellen könnt, spielen wir dafür nicht so viele. Dementsprechend geile Karte. Drücken wir die mal beiseite, gucken wir uns die nächste an. Und zwar hat Talia diesmal ihren Leutnant dabei. Talias Leutnant ist ein 2-Mana 1-1er, der, wenn er ins Spielfeld kommt, auf jede Kreatur eine plus 1 plus 1 Mark legt, solange sie Human ist, die wir kontrollieren. Und immer wenn ein anderer Human ins Spiel kommt, kriegt er eine plus 1 plus 1 Marke, was sehr schnell zu sehr heftigen Beatdown-Plan führen kann. Dann haben wir den Champion of the Parish. Eine 1-Mana 1-1 Kreatur, die sagt, immer wenn ein Human unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegt er eine plus 1 plus 1 Marke. Hier versteht ihr schon, der Beatdown-Plan hiervon ist sehr, sehr stark. Das ist so ein bisschen der Disruption-Plan. Das ist so ein bisschen der Finisher-Kram. Dazu haben wir noch ein bisschen Assistant. Dazu kommen diese 4 Kreaturen. Einmal natürlich Mother of Runes, 1-Mana 1-1 tappen. Eine Kreatur, die wir kontrollieren, kriegt Schutz von der Farbe unserer Wahl. Und der Esper Sentinel, der zu meiner Überraschung wirklich ein Human ist. 1-Mana 1-1. Immer wenn er dann seinen ersten Nicht-Kreaturen-Zauberspruch bezahlt, dürfen wir eine Karte ziehen, es sei denn, er bezahlt x Mana über x die Stärke von ihm ist. Er kann halt auch mal ganz schnell 2-2, 3-3 oder so werden. Das ist schon ganz cool. Und ja, wenn man da noch Talia draußen liegen hat, überlegt der Gegner sich mehrfach, ob er das zahlen kann. Dementsprechend sehr cool. Das sind unsere Kreaturen. Gehen wir da mal zu dem Länder-Part. Da sind auch noch Nicht-Länder drin, keine Sorge. Aber ich wollte die Länder jetzt mal vorziehen. Und zwar haben wir 4 Wastelands.
Tappen für ein farbloses oder Tappen Opfern zerstören Non-Basic. Gerade wenn wir sowas wie Esper Sentinel spielen oder Talia, Mana Denial vom Gegner zu betreiben, ist sehr, sehr gut für uns. Dann haben wir 4 Carven of Souls, logischerweise, weil wir spielen Humans, und zwar Only Humans. Das heißt, wenn der Endspielfeld kommt, können wir eine Kreaturentyp ansagen, also bei uns Humans. Wir machen dann Tappen für ein farbloses oder Tappen für Mana beliebiger Farbe, wobei wenn es dann halt nur benutzt werden kann für Creature Spells von der Kreaturentyp, den wir gesagt haben, also Humans. Und diese Kreaturen können dann auch nicht gekontert werden. Deshalb sehr, sehr mächtig. Wirklich mächtig. Und diesmal spielen wir nur 2 Karkas. Finde ich ein bisschen schade. Wir haben nicht genug Platz dafür, um 3 zu spielen, weil wir noch so ein bisschen schwarzes Mana brauchen. Aber ich mag Karkas. Tappen für ein weißes oder tappen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand nehmen. Wir haben eine Menge legendäre Kreaturen drin. Also wir haben Kudro, Adeline, Talia, Tomic ist auch ein legendärer, dementsprechend sehr cool. Und das sieht man auch an unseren 2 Aiganius, die wir spielen. Tappen für ein weißes oder wir können die für 3 Mana aus der Hand abwerfen. Um 4 Schaden angreifen oder blockenden Kreaturen zu machen, kostet 1 Mana weniger für jede legendäre Kreatur, die wir kontrollieren. Im Durchschnitt ist es tatsächlich 2 Mana, manchmal habe ich sogar schon für 1 Mana gespielt. Dann ist das eine richtig gute Karte. Wie schon angekündigt, brauchen wir auch ein bisschen Schwarz. Dementsprechend spielen wir 2 Silent Clearings, tappen für ein weißes oder schwarzes. Wir verlieren Lebenspunkt. Für 1 Mana tappen, opfern, ziehen eine Karte. Card Draw ist halt echt wichtig. Dann haben wir Marshflats, 3 Stück. Tappen, Leben bezahlen, opfern. Unser Deck nach einer Ebene oder einem Sumpf zu durchsuchen. Spiele ich 3 Stück, weil ich spiele einen Sumpf. Sonst könnte man nämlich sagen, man spielt 1-1-1. Aber ich möchte gerne einen Basic Sumpf haben. 3 Ebenen, wunderschöne Ebenen, und ein Scrubland, was ja bekannterweise als Ebene und als Sumpf zählt. Und damit können wir alles aus unserem Deck rausfetchen und haben eine sehr, sehr, sehr stabile Mana-Basis mit ein paar Effektländern, die wir noch dafür nutzen können, was das Ganze sehr cool macht. Dann haben wir noch ein paar Karten, die Leute, die zählen können, haben schon gesehen, 10 aus 7 Karten. 4 davon ist die Ätherfiole. Ist ein Artefakt für ein farbloses. Zu Beginn des Versorgungsmoments kommt eine Marke drauf, wenn wir wollen. Und wir können das Ding tappen, um eine Kreaturenkarte aus unserer Hand ins Spiel zu bringen. Gleich der Höheanzahl an Marken, die da drauf sind. Sehr, sehr gut, wenn wir mit unserem Mana was anderes machen wollen. Oder wir einfach keinen Mana haben. Oder wir mehrere Kreaturen pro Runde spielen wollen. Und. Und dann noch 3 Swords to Plowshares. Swords to Plowshares, wir exilieren eine Kreatur. Der Beherrscher zieht Lebenspunkte in Höhe der Power. Nur 3. Ich habe keinen Platz für 4. Ich könnte auf 62 Karten gehen. Ich bin jetzt schon bei 61. Nein, das mache ich nicht. Ja, das ist das Deck. Gehen wir mal ganz kurz zum Sideboard. Beim Sideboard bin ich ein bisschen Spieler geworden. Also ein bisschen Gambler, ein bisschen tricky, ein bisschen, ich liebe meine Rumspielerei. Deswegen habe ich einen Recruit of the Guard im Sideboard. Das ist eine 3-Mana 1-1 Kreatur, die, wenn sie ins Spiel kommt, eine Kreatur mit Verteidigungsstärke von 2 oder weniger aus dem Deck suchen, die auf die Hand nimmt. Danach mischen wir unser Deck. Ich habe die reingenommen, weil ich eine ganze Menge One-Offs an kleinen Kreaturen reingenommen habe, die man damit suchen kann. Fangen wir an mit Turak. 2-Mana 2-1 Schutz vor Weiß, einfach nur, weil ich dieses Schutz vor Weiß gerne hätte. Das mit dem Discarden ist nicht so relevant. Aber wenn man den Kicker hat, dann kann er 2 random Handkarten abwerfen vom Gegner. Ich weiß gar nicht, wie wir das Mana zusammenkriegen sollen. Ich meine, klar, mit unserem bisschen farbigen Mana, was wir haben, aber ist schon schwierig, würde ich sagen. Und jedes Mal, wenn er eine Handkarte abwirft, kriegt er eine besonders 1 Marke. Hier will ich hauptsächlich den Schutz vor Weiß haben. Das ist aktuell leider sehr, sehr wichtig. Dann habe ich einen Giant Killer drin. Giant Killer ist ein 2-Mana 1-2er mit Adventure. Den kann ich für 3 Mana aus der Hand abwerfen und eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr zerstören. Murktide. Oder für 2 Mana tappen wir eine Kreatur. Murktide. Sehr, sehr gut, um sowas abzuhalten. Dann ein Sanctum Prelate. Das ist eine 3-Mana 2-2 Kreatur, die, wenn sie spielt, kommt, sucht mit einer Zahl aus. Und Spieler können nicht Kreaturenzauber mit diesem Value nicht bezahlen. Das ist ähnlich wie eine Chalice. Auch das tutorbar. Ein Peacekeeper. 3-Mana 1-1. Beginn des Versorgungssegments müssen wir 2 Mana bezahlen und wird geopfert. Und Kreaturen kann ich angreifen. Human. Ich besitze einen einzigen Nicht-Human in diesem ganzen Deck. Das ist der Kataki. 2-Mana 2-1 und den muss man leider aktuell spielen. Alle Artefakte haben zu Beginn des Versorgungsmoments Opfere, das Zahl des Zuhalts 1 Mana. Ja, es ist halt aktuell so wichtig. Und es gibt keinen Human mit dem Effekt. Schade eigentlich. Dann haben wir noch ein Katar-Kommando. 2-Mana 3-1 Flash. Für 1 Mana können wir das opfern, um ein Artefakt oder Verzauberung zu zerstören. Das Foiling von dieser Karte ist wirklich wenig da. Das ist immer so krass. Ich muss mal nachgucken, ob die auch wirklich voll ist. Und dann haben wir noch eine ganze Menge das ist alles tutorbar mit dem Recruiter. Dann haben wir noch eine ganz andere Möglichkeit an Non-Creature Spells. Wir haben 2 Cataclysms. 4 Mana. Jeder Spieler wählt ein permanentes aus an aller Artefakt, Kreatur, Enchantment und Land und opfert den Rest. Sehr gut.
Gegen Lands sehr gut, gegen alle Control-Decks sehr gut, ja. Ich mag die Karte. Dann haben wir zwei, die Defeating Silence, einfach nur, weil es diese Karte auch noch nicht als Human gibt, aber wird bestimmt auch noch kommen. 1-Mana-1-1er, der genau diesen Effekt hat, dass jeder Spieler nur einen Non-Creature-Spell pro Runde spielen kann. Die Verzauberung müssen wir so lange vorlieb mitnehmen. Genauso haben wir zwei Rest in Peace, 2 Mana. Wenn das Spielwerk kommt, exilieren wir alle Karten aus einem Friedhof. Immer wenn eine Karte oder ein Token in den Friedhof gelegt wird, wird er stattdessen exiliert. Auch das sehr, sehr wichtig. Und auch nochmal für Graveyard Hate, Surgical Extraction, ein schwarzes oder 2 Leben. Und wir wählen eine Karte aus einem Friedhof aus, was kein Standland ist. Exilieren ist aus Hand, Deck, Friedhof, alle mit demselben Namen. Und das ist schon ganz gut bei dem Spieler. Dementsprechend, ja, das ist Sideboard. Das ist Graveyard, Combo, Control und eine Menge One-Offs, die situativ reinkommen können, wo halt auch der Guardian immer die zweite Kopie von ist, damit wir auch anständig das Ding ziehen. Soviel zum Deck. Gucken wir uns mal an, warum man dieses Deck spielen sollte. Warum man dieses Deck spielen soll, ist offensichtlich, es hat Talia drin. Und ihr wisst, Talia ist nun mal meine Lieblingskreatur. Dementsprechend spiele ich fast jedes Deck, wo sie drin ist. Außer Maverick, glaube ich, aktuell. Krass, muss ich mir auch nochmal zulegen. Und ja, warum man es sonst spielen sollte, wir haben halt ein super cooles Deck. Wir haben ein Deck, was wirklich einen Beatdown-Plan hat mit Champion of the Parish und Talias Leutnant. Die Kreaturen sind auf einmal größer, auch General Kudo kann halt random, nicht nur, dass er pumpt, sondern halt auch random irgendwie Karten aus dem Friedhof exilen. Kitesail ist ein Flieger, der auch noch Karten aus dem Friedhof vom Gegner rausnimmt. Dann spielen wir einen davon, ist der 2-3, spielen den davor, der ist auch schon dann 3-3. 1, 2, 3, 3, 3 und dann können wir damit hauen gehen. Turn 1, Turn 2, Turn 3 und vielleicht noch irgendwas anderes dabei. Das ist so stark. Das ist ein super cooles Agro-Deck mit ein bisschen Disruption, was den Gegner einfach ein bisschen disruptet, aber eben auch stark. Die Schnauze haut, das liebe ich an diesem Deck und deswegen finde ich dieses Deck wirklich, wirklich cool und würde jedem, der aktuell so ein bisschen auf der Suche ist nach einem Wild-Deck, was nicht 80 Karten beinhaltet, Humans ans Herz legen. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, wenn ihr Fragen zu dem Deck habt, könnt ihr das gerne unter die Kommentare schreiben und ansonsten seht ihr die Deckliste auch in der Videobeschreibung bzw. unten in den Kommentaren und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.